ihr habt kein Talent, keine Ahnung und Riesenhunger, dann solltet ihr dieses Video auf jeden Fall bis zum Ende schauen. Ich bin der Dirk Freiberger, Metzgermeister und Fleischsommelier und wir machen heute Eintopf. Herzlich willkommen bei Freibergers Küchenbasics. So, jetzt schauen wir mal, was wir alles für unseren Eintopf brauchen. Wir machen heute einen Eintopf Pichelsteiner Art. Den mache ich am liebsten mit Lammfleisch. Dazu habe ich eine schöne Lammhüfte hier, also ein Teilstück aus der Keule. Speck darf natürlich nicht fehlen. Die Chili, die rundet das Ganze dann später ab. Ein paar Bohnen. Kartoffeln müssen natürlich rein. Karotte und Petersilienwurzel ist auch ganz klassisch. Bei mir kommt auch immer noch ein bisschen mehr Zwiebel rein, die ich am Anfang anröste. Die ist vom Geschmack her super. Und dann gibt es bei meinem Obsthändler immer noch so Suppengemüse oder Eintopfgemüse. Da ist ein bisschen Wösching, Lauch, Karotte, Sellerie mit drinnen. Das kommt dann nachher ganz zum Schluss auch noch mit rein in unseren Eintopf. Aber jetzt müssen wir alles erstmal schön klein schnippeln. Wir fangen an mit dem Fleisch, dem Speck und den Zwiebeln. Die werden als erstes angebraten. Dann gießen wir alles mit Fleisch oder Gemüsebrühe auf. Und dann kommen die restlichen Zutaten mit rein und werden verkocht. Das Ganze geht ganz simpel. Einfach anbraten, aufgießen, einkochen lassen, fertig. Der Eintopf an sich ist auch von der Fleischbeilage immer ein sehr sparsames Gericht. Ihr könnt eigentlich mit 100 Gramm Fleisch, ja, plus 20, 30 Gramm Speck pro Person locker einen satt bekommen, weil ihr habt noch eine riesige Portion Gemüse, die da noch dazu kommt und zusätzlich auch noch diese Fleischbrühe. Also ihr habt eine vollwertige Mahlzeit komplett in einem Topf gekocht. Es ist also ein sehr günstiges Gericht, je nachdem, wenn er Filet reinkocht, natürlich nicht, aber das macht man auch nicht. Da nimmt man eher die einfacheren Fleischteile, die auch sehr viel guten Geschmack abgeben. Also da seid ihr frei, ob ihr jetzt Rindfleisch, Schweinefleisch oder wie ich jetzt Lammfleisch nehme, wobei das Lammfleisch jetzt eher auch wieder die exklusivere Variante wäre. Wenn ihr einen Schweinehals nehmt, seid ihr damit eigentlich mit am günstigsten. Rindfleisch liegt so im Mittelfeld, aber da könnt ihr auf jeden Fall ein günstiges, richtig gut schmeckendes Gericht herstellen. Beim Fleisch müsst ihr darauf achten, schneidet es nicht zu groß. Etwa 1 cm große Würfel, das ist meiner Meinung nach für einen Eintopf das Optimum. Ansonsten verteilt sich es nicht so gut und der eine hat dann mehr und der andere weniger. Fett würde ich auf jeden Fall dran lassen. Das ist nämlich das, was dann später auch im Eintopf den guten Geschmack abgibt. Also schneidet das Fett nicht weg. Auch Bindegewebe wird durchs Kochen weich. Also auch wenn ihr etwas sehnigere Stücke habt, wie zum Beispiel jetzt hat Wade, müsst ihr es einfach nur lang genug kochen. Irgendwann wird es dann schon weich. Dann machen wir weiter mit dem Speck. Den müssen wir jetzt ein bisschen feiner schneiden. Also da durchaus so einen halben Zentimeter oder noch ein bisschen kleiner reicht völlig aus. In dem Fall hier ist es ein Bauchspeck, relativ mager, ohne Schwarte, ohne Knorpel. So, als letzte Zutat, die wir am Anfang noch brauchen, brauchen wir jetzt hier die Zwiebel. Die schälen wir und hacken die dann auch in schöne, feine Stücke, sodass wir die gleich am Anfang mit anbraten können. Unser Topf heizt gerade schon vor, besser gesagt, ist schon gut temperiert und da braten wir jetzt alles schön zusammen an. Wir braten jetzt alles an, bis es so eine schöne, leichte Bräune bekommt. Passt dabei auf, dass er am Anfang nicht zu stark alles anbratet, weil sonst wird es schwarz, das darf nicht sein. Also durchaus jetzt vielleicht ein bisschen runter drehen das Ganze. Wir haben Zeit und dann gießen wir anschließend mit Fleisch oder Gemüsebrühe auf und geben die restlichen Zutaten dazu. Wenn ihr auch wissen wollt, wie Gulasch geht, dann klickt auf die Links in der Beschreibung oder auf das i. Gemüsebrühe könnt ihr ganz einfach selber herstellen. Ihr braucht dazu Suppengrün, das heißt Karotte, Sellerie, Petersilienwurzel und das Ganze dann richtig lange auskochen. Und das, was dann da rauskommt, diese Gemüsebrühe, die nehmt ihr dann für den Eintopf her. Bei der Fleischbrühe ist es das Gleiche. Da nehmt ihr allerdings noch zusätzlich zu dem Suppengrün
Fleisch dazu. Ihr habt dann so eine Fleischsuppe oder Fleischbrühe und die könnt ihr dann auch sehr gut da reinkochen. Mit dem Lammfleisch wird der ganze Eintopf ungefähr 1,5 Stunden brauchen. Wir lassen das jetzt erstmal 1 Stunde köcheln. Bitte nicht sprudeln lassen, sondern nur so auf ganz kleiner Flamme wimmern lassen. In der Zwischenzeit machen wir noch die Bohnen sauber, weil die kommen dann erst in der letzten halben Stunde noch dazu, damit die noch schön knackig sind, damit die einfach noch ein bisschen Biss haben. Unser Eintopf hat jetzt 1 Stunde schön vor sich hingeköchelt. Jetzt geben wir noch unsere Bohnen und die fein geschnittenen Chilis dazu und rühren das Ganze ein bisschen um. Während der letzten halben Stunde lasse ich den Eintopf, den Pichelsteiner, gerne offen stehen. Einfach aus dem Grund, er soll jetzt ein bisschen von der Konsistenz her anziehen, ein bisschen dicker werden. Wenn wir jetzt den Deckel drauf lassen, bleibt die ganze Flüssigkeit drinnen. Aber wenn wir den jetzt offen köcheln lassen, dann geht die raus und er wird einfach ein bisschen fester, ein bisschen dicker. Und das finde ich bei einem Eintopf einfach ganz wichtig. Deswegen 1 Stunde geschlossen, so dass das ganze Fleisch und das Gemüse schön weich wird. Dann den Rest reingeben. Offen köcheln lassen und dann kriegen wir noch eine richtig schöne, so schlotzige Konsistenz rein, so wie es bei einem richtig guten Eintopf auch sein muss. So, unser Eintopf ist jetzt fertig. Wir salzen den jetzt noch ein bisschen. Probieren müssen wir natürlich auch. Schaut gar nicht heiß aus. Das ist mal richtig gutes Zeug. Ihr habt gesehen, ganz einfach, ohne Talent, ohne Können, alles in den Topf werfen und einfach ein bisschen köcheln lassen. Mehr ist da gar nicht dabei. Was macht ihr in euren Eintopf rein? Schreibt es mir in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Das waren Freibergers Küchenbasics. Servus miteinander. Da habe ich ja schon lange drauf gewartet. Moment mal, ist ja gar kein Abo. Macht nichts. Abonniert ihr mich einfach, dann passt es auch wieder.